Monster, unterschätzt mich nicht. Ich bin ein wahrer Dämon. Broly ist wohl einer der geliebtesten und coolsten Charaktere in ganz Dragon Ball. Seine kalte und sadistische Art eroberten die Herzen von vielen Fans und sein Status als Fanliebling blieb die ganzen Jahre über stark. Jedoch war der legendäre Super Saiyajin nicht frei von Kritik, da dieser, was seine Backstory angeht, dauerhaft in der Kritik stand. Für viele jedoch war dies jetzt nicht wirklich ein Grund, den Charakter zu hassen, da dieser immer noch gewaltigen Anklang bei den Fans fand. Allerdings wissen wir, dass sehr viele von den Dragon Ball Films nicht kennen sind, weswegen im Jahre 2018 der Film Dragon Ball Super Broly in die Kinos kam. Dies war eine Überraschung für viele, da es nun endlich heißt, dass Broly kennen wird, so wie es sich viele Fans gewünscht haben. Jedoch kam es etwas anders als zuerst gedacht. Zum ersten Mal soll Broly nun eine richtige, vernünftige Backstory haben und Tiefe, statt einfach nur den Drang zu zerstören. Aus dem sadistischen Teufel aus Sie haben sie nun einen sanften Riesen gemacht, der jedoch immer noch die legendäre Super Saiyan Form beibehält. Dies spaltete die Community ein wenig, da Broly Fans in ihm nicht mehr ihren Lieblingscharakter sahen und andere waren sehr zufrieden mit dieser Version. In diesem Video will ich mit euch über den Charakter Broly sprechen und vergleichen, wie stark verschieden die zwei wirklich sind und ob dieser Reboot des Charakters gelungen war oder nicht. Meine Kampfkraft steigt. Ich fühle, wie sie immer mehr wächst. Oh, sie durchdringt meinen ganzen Körper. Fangen wir an mit dem Z-Broly. Broly ist ein Saiyajin, der wie Goku ein Baby war, als Planet Vegeta unterging. Er war zwar ein Baby, hatte jedoch ein Powerlevel von 10.000, was für ein Baby eigentlich unvorstellbar ist. Dies würde nämlich bedeuten, dass sein Powerlevel im ähnlichen Bereich wie das von König Vegeta und Bardock sein müsste und dies beunruhigte den König stark. Brolys Vater Paragus jedoch sah gewaltiges Potenzial in seinem Sohn und wollte diesen benutzen, um Freezer zu töten. König Vegeta hörte nicht auf Paragus und wollte Broly so schnell wie möglich loswerden. Jedoch gelang es ihm nicht. Paragus überlebte die Zerstörung vom Planet Vegeta mit der Hilfe von Broly und einer Barriere, die dieser errichtete, um beide zu retten. Brolys allgemeiner Charakter und seine legendäre Super Saiyajin Form wurden von dem Man Himself Akira Toriyama designt und Takao Koyama, der selbst viele DBZ-Filme geschrieben hat. Die Inspiration für die legendäre Super Saiyajin Form kommt laut Koyama durch Trunks, als dieser zu Super Trunks wurde, bei seinem Kampf gegen Perfect Cell. Die Intention bei Broly war es, ihm zu einem gewaltigen großen bösen Willen zu machen. Das haben die wohl auch mehr als nur gut hinbekommen. Broly sieht in seiner normalen Form ruhig und passiv aus, als könnte er niemandem was zuleide tun. Jedoch könnte man nicht erahnen, was für ein Sturm aus Zorn in ihm wütet. Als er größer wurde, wuchs diese Kampfkraft ins Unermessliche und er wurde so gewalttätig, dass sogar ich Angst vor meinem eigenen Sohn bekam. Erinnert ihr euch noch daran, was der Ursprung seines Zorns war? Richtig, es war Son Goku. Um genauer zu sein, Son Gokus Geflenne, als er noch ein kleines Baby war. Dies ging dem kleinen Broly damals so sehr auf die Nerven, dass dieser wahnsinnig vor Wut wurde und als junger Mann schon Planet nach Planet pulverisierte. Sein Zorn ging so weit, dass dieser auch einfach Paragus sein Auge nahm. Paragus selbst realisierte, dass sein Sohn eine Gefahr ist, weswegen er ein Gerät erschaffte, um ihn zu zügeln. Broly aus Sie ist ein Charakter, den man in dieser Hinsicht auf jeden Fall besser machen könnte, was den Ursprung seines Zorns angeht. Man könnte seinen Hass auf Son Goku behalten, jedoch könnte man sich doch einen besseren Grund einfallen als lediglich Gokus Geflenne. Die Fanbase jedoch verzeiht dem Charakter diese Backstory, da Broly eine absolute Tötungsmaschine ist. Die Art, wie er die Z-Fighter auseinandergenommen hat, war nicht von dieser Welt. So gewaltig, dass sich selbst jemand wie Vegeta gefürchtet hat. Und das muss ja schon was heißen. Man kann Broly mögen oder hassen, aber niemand kann sagen, dass es nicht krass war, wie er ein Kamehameha vor seiner Nase getankt hat. So als wäre es nichts. Aber wie sieht das mit der Superversion aus? Haben sie es geschafft, den Z-Broly zu nehmen und diesen zu modernisieren, mit einer besseren Story, ohne dabei wirklich untreu zu dem eigentlichen Charakter zu sein? Aber dieses alte Fell um deine Hüften solltest du mal wegschmeißen. Hände weg! Oh! Entschuldige, es bedeutet dir anscheinend sehr viel, das wusste ich nicht. Die Antwort ist ja. Ja, das haben die tatsächlich. Broly ist, was Base Broly angeht, jedoch ein komplett anderer Charakter. Er besitzt zwar noch die ruhige Art, ist selbst aber ein sehr netter Riese, der von seinem Vater Paragus kontrolliert wird. Die Idee, einen Film mit Broly zu machen, kam tatsächlich von Toriyama selbst, da dieser ja ein gewaltiger Fanliebling ist. Das Design kam selbstverständlich auch von ihm, jedoch nicht die grünhaarige Form. Diese wurde erstellt von den Toei Animation Animator Naohiro Shintani, der seine eigene Version dieser Form machte. Er behielt so gut wie alle
alles gleich, da dieses ikonische Design nicht verloren gehen darf. Broly mag zwar ein freundlicher Charakter sein, jedoch ist er, was Kämpfen angeht, ein absolutes Monster. Genau wie sein Z-Counterpart. Das, was sie jedoch unterscheidet, wäre der Fakt, dass dieser nicht kämpft, um zu töten, seinen primatischen Instinkten folgt und weil es sein Vater ihm so befiehlt. Er kämpft wie ein wild gewordener Ozaru und lernt beim Kämpfen rasant, was zeigt, was für ein gewaltiges Battle-IQ er eigentlich besitzt. Brolys Kämpfe sehen hier deutlich anders aus als bei Z. In Z kämpfte Broly, weil er sich an dem Leid des Gegners ergötzt und um 3000 Mal Kakarot zu schreien, was ihn immer wieder an seine Vergangenheit erinnert. Während es bei Super deutlich anders aussieht. Hier kämpft er, wenn es ihm von seinem Vater befohlen wird und bleibt auch unter seiner Kontrolle, da Broly an ihn gebunden ist. Anders wie bei Z jedoch besitzt der Broly in Super Freunde, die das gute Wesen in ihm sehen und sich ihm anschließen. Diese sind Chilai und Lemo, zwei nun ehemalige Freezer-Soldaten, die sich mit Broly befreunden, als dieser selbst durch Paragus Teil von Freezers Armee war. Broly hat nun mit der Hilfe seiner neuen Freunde Motivation gefunden zu kämpfen, um diese zu beschützen, während es bei Z-Broly nur darum geht, Goku zu töten, da dieser geheult hat. Was das Thema angeht, gibt es aber tatsächlich eine sehr interessante Fantheorie. Wie schon vorhin gesagt, plante König Vegeta Broly umzubringen, was nicht glückte. Er wollte diesen abstechen und während er dies tat, hörte er das Heulen von Goku. Die Theorie lautet folgendermaßen, dass Broly nur wütend auf Goku ist, weil dadurch, dass Son Goku geweint hat, er sich an dieses traumatische Ereignis zurückerinnert, als er fast als Baby getötet wurde. Auch wenn dies eigentlich eine geniale Idee wäre, seinen Charakter zu schreiben, ist dies leider nur eine Theorie. Jedoch ist es auch sehr offensichtlich zu sehen, dass es nie die Intention war, aus Broly einen sehr gut geschriebenen Charakter zu machen, sondern eher einen Berserker, der für absolute Hype-Momente sorgt. Und in dieser Hinsicht liefert diese auch ab. Der Broly aus Dragon Ball Super ist wie ein Rohdiamant, der nur noch geschliffen werden muss. Mit Broly haben sie einen Charakter, den sie für viele Arcs ausbauen können, wodurch er seine größten Kritiker auch stummen könnte. Lustigerweise waren die Leute bei Toa Animation sehr besorgt, als sie erfahren hatten, dass Toriyama einen Broly-Film möchte, da wir ja alle wissen, dass dieser leider kaum Persönlichkeit hat. Jedoch was Toriyama aus diesem Charakter gezaubert hat, ist einfach nur wundervoll. Ein schon so toller Charakter mit gewaltigem Potenzial, was nur noch ausgeschöpft werden muss. Was aber auch sehr interessant zu erwähnen ist, wäre, dass sie seinen Fokus von Son Goku auf Vegeta gelenkt haben, da Paragus diesen auch dauerhaft einredet, dass dieser schuld an ihrer Misere ist und dafür bestraft werden muss. Den Shift von Goku zu Vegeta zu machen, war tatsächlich sogar eine sehr kluge Entscheidung, da Paragus ja nicht wirklich was mit Son Goku zu tun hat, sondern eher mit der Königsfamilie und da Paragus Broly auch diesmal wirklich unter Kontrolle hat. Das Verhältnis zwischen Broly und Paragus ist auch deutlich anders in Super. In Z haben die beiden so gut wie kaum Interaktion miteinander, da Broly nicht wirklich viel redet und einfach da ist in seiner Baseform. In Super kann man da deutlich mehr für Broly mitfühlen, da dieser ein Halsband hat, was ihn ruhig halten soll. So als wäre er Vieh und nicht sein Sohn. In Z hat der Paragus auch einfach nicht gemocht, da dieser ihn mit den anderen einfach auf einen sterbenden Planeten zurücklassen wollte, wodurch er ihn in seiner Kapsel umgebracht hat. In Super hat Broly seinen Vater trotz der schlimmen Behandlung immer noch gemocht. Und kann man es ihm denn übel nehmen? Paragus war sein Vater und für eine lange Zeit über der Einzige, der für ihn da war, bis halt Chilai und Lemo in sein Leben eintraten. Diese behandelten ihn gut und Chilai selbst klaute sogar die Fernbedienung, die Broly kontrollierte. Außerdem war sie die Person, die Broly vor Gogeta rettete, bevor dieser ihn pulverisieren konnte. Gogeta war zwar hier der Gute, hat aber den Endspurt, wo er Broly beinahe getötet hatte, ein wenig zu sehr genossen. Broly lebt nun zusammen mit seinen neuen Freunden in Frieden und dies besiegelt somit seine Tage als Sklave seines Vaters, was der Anfang von etwas sehr Schönem sein kann. Auch wenn Z Broly selbst nicht wirklich ein gut geschriebener Charakter ist, so ist er immer noch ein Fanliebling bis zum heutigen Tag. Persönlich finde ich sein Design sogar besser als das von seinem Super-Counterpart. Jedoch bin ich selbst zufriedener mit dem aktuellen Broly, da dieser nun endlich einen Charakter hat und egal ob man ihn mag oder nicht, er ist nun Teil des Maincasts. Und zu unserem Teil sind wir sehr gespannt, was diesen Charakter noch erwarten wird.